Hola Leute, willkommen zurück zum Let's Players. Und ja, wir holen uns jetzt den sonderbaren Helm. Vollautomatischer Schädelöffnungshelm. Nummer 1 müssen wir drücken. Au! Was hat du? Mein Wung! Und den Grund sehen wir jetzt. Fugu Jolokia. Fuck. Wie wär's? Tut mir leid. Nur. Hey, W. Kapit. Ich würde mich gern der Fu. Hatte ich's mir doch gedacht. Whoopi. Wann immer sie be. Au! Oha. Gut. Unser Unternehmen ist ganz klar Zungenleben schon geholt. Die Zutaten werde ich schon mache ich nacheinander. Wenn wir die ganzen haben. Uns fehlen jetzt nur noch zwei Zutaten, nämlich. Die Hälfte haben wir erst drei, nämlich. Das Schafe, der Schärfe. Dann die Servette für den ersten. Au! Was hast du? Nein, wir mein Sohn! Wir brauchen vier. Ich depp. Wette. Dafür haben wir den Offen hier. Und es gibt nur einen Typ, der glitzernde Sachen auf den Lager kriegt. Und den rennen wir jetzt sowieso schon vorbei. Den Typen meine ich am Rande. Durch die Flugtür. Meine Balustraden! Gut gemacht, Captain Threepwood. Sie haben den Fugu Jolokia erobert und das Recht, ihn zu behalten. Ich verlanke alles gesunde Essen und. Selbst mit geblendeter Zunge ist das schlimm. Ich werde vermutlich dauerhaften lingualen Schaden davontragen, aber es hat sich total gelohnt, dass ich mir diese Peperoni gekrallt habe. Ja, und jetzt fehlen uns nur noch zwei. Zutaten, Leute. Ja, von den letzten. Na, fünf müssen wir einsammeln. Bei Tiere gibt's. Fünf muss man einsammeln. Sechs haben wir. Stone? Hi, Stone. Also, meine Kleinen, schaut euch mal diese hochauflösenden Klamotten an. Das ist ja wieder mal ganz klasse. Die Birne ist tot. Wenigstens hält Stans Schild die Motten von einer Rückkehr in den Dschungel ab. Stan! Threepwood, du trägst mir doch diese ganzen Zivil... Schnee von gestern. Großartig. Schnee, unter dem ein schnell sprechender Winkeladvokat und Verkäufer... Oh?
vermute nicht, dass du mir deine Hinguckerjacke verkaufen würdest, oder? Meine Jacke hergeben? Das wäre wie Samson mit einem rasierten Schädel oder König Arthus ohne Excalibur oder Bluebeard blond gefärbt. Hä? Ohne meine Jacke würde mein Händler-Mojo schneller verwelken als eine Gewächshausorchidee in einem Pizzaofen. Das heißt also vielleicht? Bist du sicher, dass du mir nicht deine allen Pupillen trotzende Jacke verkaufen willst? Es wäre für einen guten Zweck. Diese Jacke bleibt bei Stan, bis sie buchstäblich von mir abfällt. Freeport. Was für Souvenirs kann man überhaupt von der Wut? Oh, so wenig Vertrauen. Balde deine Augen an der Brandmauer. Was ist das da? Das ist unsere LeChuck und das verfluchte Schwert von Kaflu-Puppe. Wenn du den Knopf drückst, siehst du den besonderen transformierenden Glanz. Was ist das? Es ist etwas hell. Ja, wir arbeiten noch dran. Habe ich gerade hell gehört? Hey, was haben wir denn da? Einen Fanclub verrückter Insekten? Autsch! Hey, lass das! Verrückte Klammerviecher! Das Au! Tut weh! Mein Au! Lieber Herr O! Gesangsverein! Au, 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 au! Da verletzt jemand seine Jacke. Hey, das war vielleicht ein Erlebnis, hä, Threepwood? Zum Glück hat der alte Stan immer ein paar Reservejacken im Büro. Sonst müsste ich meine Mandanten hüllenlos verteidigen. Genau genommen wäre das doch ein Hit. Stan S. Stanman, nackter Rechtsanwalt des Vertrauens. Sie haben nichts zu verbergen und er auch nicht. Genug geplaudert, Threepwood. Ich muss jetzt Visitenkarten drucken. Seht's. Ich würde sagen, wir können... Ich lucke aufs Rezept und lese vor. Erster Gang, eine Servette. Binden die Linde weg. Ich sollte das besser gut zusammenfalten und in meine Tasche stecken. Mir della Grande. Als ich davon träumte, ein mächtiger Pirat zu werden, hatte ich mir nie vorgestellt, dass ich eines Tages Servietten, die ins Auge springen, um den nicht existierenden Hals eines mystischen Schwamms binden würde. Ich sollte das besser... Ich sollte das besser gut zusammenfalten, oder? Irgendwo ist der Schwamm. Komm schon, kleiner Schwamm, ist das stinkende Antiposter. Guter Schwamm. Jetzt der Haum, der reinigt den Daumen, der Geschmack mit seinem Umhauen. Ich sollte das besser gut zusammenfalten und in meine Tasche stecken. Geschmack mit seinem Umhauen. Du wärst mit der schwersten Chili der Welt. Gut, dass der Schwamm keine Zunge hat, sonst würde ich die jetzt ins Meer halten. Das nächste war... Vierter Gang, der Hauptgang wird niemand aufnehmen und den nutze die Karten Texte hin zu sehen. Ich sollte das besser gut zusammenfalten und in meine Tasche stecken. Okay, Texte sind, waren die Tarotkarten, Leute. Hoffentlich werden diese Flocken aus der Zukunft der Esponja einen sechsten Sinn geben, der mich davon abhalten wird, in solche Situationen zu geraten. Die fünfte Zutat. Haben wir bei. Wie gesagt, der Clubtisch, den ist es offen. Ihr seht doch der Teppich da und sehen, was er offen angeguckt hat. Ja, hat einen besonderen Aspekt da. Wow! Jau! Oh, kribbelnd!
Was ist das? Ah, das war also das schockierende Dessert. Au! Also gut, Señor Esponja, nicht so grande. Das waren 5 Sinne, einen haben wir noch. Wo kann ich nur ein lautes Geräusch für einen Rülpser nach dem Abendessen finden? Es gibt auf Flotsam Island nur eines, das so ein Geräusch machen kann. Und das wäre? Alouette, ich werde ewig leben. Alouette, Immortalité. Was hat jetzt der Franzmann schon wieder? Wer wird ewig leben? Moi. Wer wird die Natur erobern? Moi. Alouette, ich werde ewig leben. Alouette, Immortalité. Haha! Geht das jetzt nicht anders? Oh, kämpfe wie ein Mann, du Schnupftopak-schniefender Landlecker! Du hast die Dame gehört, The Singe. Guybrush, raus hier! Finde deinen eigenen Schatz! Dieser hier gehört mir! Ah, der glückliche Threepwood-Piraten-Clan. Was soll ich noch machen? Oh, ich weiß. Oh, Muschelmist. Ha, wie konnte ich nur einen Langweiler wie dich heiraten? Weißt du, wenn ich dich erstmal von den Pocken geheilt habe, wegen denen du diese gemeinen Sachen sagst, wirst du mir ganz schön viele Küsse schulden. Ich würde dich nicht mal mit seinen Lippen küssen, Schiffsjunge. Ich unterbreche diesen Hausfrieden ja nur ungern. Aber ich muss meine Maschine noch einstellen, bevor die charmante Madame Threepwood ihre Reise in die Geschichte der Wissenschaft antreten kann. Keine Sorge, Butterblume. Wenn ich erst La Esponja Grande in dieses laute Dingsbums kriege, sind unsere Probleme gelöst. Ja, nun, versuche einfach, etwas leiser zu sein, ja? Wenigstens hoffe ich das. Okay, die sind zwar böse Sachen hier. Wie immer eigentlich. Oh mein Gott. Hey, The Winch! Das heißt Du Singe. Was auch immer. Du wirst büßen, was du morgen angetan hast. Du wirst dafür büßen, was du morgen angetan hast, du Satan! Ich hatte sie bereits für ihre Dienste entlohnt. Eine große Sack Silberstücke, wenn ich mich richtig erinnere. Doch nicht dafür! Dafür, dass du sie umgebracht hast! Piraten und Piratenjäger. Ihnen scheint immer ein frühes Ableben beschieden. Gott sei Dank. Ich sah, wie sie aus dem Labor rannten, nachdem sie ermordet hatten. Natürlich rannte ich aus meinem Labor. Aus dem Boden war überall Blut verteilt, anstatt sauber in den Fläschchen abgefüllt zu sein, wo es hingehört. Tschüss. Okay, was tun wir jetzt? Etwas so Leckeres sollte von etwas... dass dieser dumme Papagei einen Weg zurück in mein Leben gefunden hat. Ich bin Cyberpunk, mächtiger Pirat! Oh, ich kann einfach nicht wütend auf dich sein. Okay, Leute, ich würde sagen, was die Finchen vorhat, das sehen wir im nächsten.